scheißgeile Sau. Aua. Ich hoffe, du hattest bislang einen richtig geilen Tag. Ich hatte heute definitiv einen richtig geilen Tag. Nämlich bin ich hier gerade vor den Alpen. Also ihr seht es nicht, aber ich bin vor den Alpen. Und der Daily Vlog für diesen Tag kommt auch noch. Ich brauche immer sehr lange für Schneiden und heute habe ich den ganzen Tag zu tun. Deswegen mache ich jetzt dieses Video. Indem ich euch erzähle, wie ich meinen Bruder angekackt habe. Also ich habe ihn jetzt nicht angekackt. Aber lass mich einfach erzählen, das ist so eine legendäre Story. Ach, warte, Kira ist auch da. Hi. So, wie habe ich meinen Bruder angekackt? Es war ungefähr vor 10 Jahren. An einem Weihnachtsmorgen. Wir haben uns alle fresh gemacht. Also mein Bruder war duschen. Meine Mama war duschen. Und mein Vater war duschen. Und ich wollte baden. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich so, Sydney, jetzt hast du in die Badewanne gekackt. ETC. Danke fürs Wort, Kira. Nein, Leute. Also, ich habe mich vorbereitet fürs Baden gehen und dann habe ich mich ausgezogen, komplett nackt und bin durch die Wohnung gerannt. Mein Bruder saß da ungefähr so mit der guten Alkira. Ich bin dann nackt zu ihm gegangen, also komplett nackt natürlich. Hab mich geduckt und wollte ihn dann anforzen. Na, während ich versucht habe, ihn anzuforzen, kam kein Furz aus meinem Popoloch, sondern Kaka. Ich habe meinen Bruder einfach angeschissen, also ich habe auch den Boden gekackt, aber er saß da halt einfach. Und das ist die Story, wie ich meinen Bruder angekackt habe. Wenn ihr wissen wollt, wie ich in Kuba richtig fett Durchfall mal hatte, dann schaut euch das Video mal an. Das habe ich vor einem Jahr oder so mal gemacht. Und auf dem Daily Vlog heute könnt ihr euch echt gespannt machen. Ich sage nur eine Sache, ich hatte Durchfall. Ja, das war's.